Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Mal wieder ein Video von mir. Heute habe ich 5 Tipps für euch zu Pokémon Go. Wenn es euch ein bisschen wie mir geht, dann habt ihr das letzte Wochenende damit verbracht, sehr viel draußen rumzulaufen und Pokémon zu fangen. Ich und ein paar Freunde haben das eben schon runtergeladen, bevor es in Deutschland rausgekommen ist. Jetzt war tatsächlich gerade der Release im deutschen App Store und eben auch auf Android im Play Store. Ihr könnt es euch runterladen und es scheint, als wäre die ganze Welt im Moment im Pokémon-Fieber. Man kommt gar nicht mehr drum herum um Pokémon Go. Wenn ihr euch das Spiel jetzt gerade runtergeladen habt oder auch schon letzte Woche, wo es noch nicht offiziell draußen war, dann gibt es einfach so ein paar Sachen, die euch das Spiel nicht so richtig erklärt. Die habe ich jetzt hier so die wichtigsten für euch zusammengefasst, damit ihr direkt wisst, was ich gerne gewusst hätte, als ich losgelegt habe. Hier aber erstmal so ein paar Eindrücke von unserer Pokémon-Safari über das letzte Wochenende. Pokémons! 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 Pokémon Go! Pokémon Go! Wir werden jetzt Pokémon-Meister. Catching Pokémons. Wir werden sie alle fangen. Nicht heute, aber wir fangen an. Yes. Jetzt. Wir gehen tatsächlich vor die Tür, oder? Yes. Oh, I feel your sexy ass. How is it? Pretty sexy. Sind das schon irgendwelche Pokémons? No, there's no Pokémon. Was? Unseren Server-Error. I don't get the balls. Dreh mal den Coin, damit du die Balls gettst. Ja, es sagt mir ja nicht mal, was das für ein Coin ist. Warum? Ich bin so traurig, weil die Server nicht gut sind. Weißt alles du, da willst du mal rausgehen, von, ein paar ja. Pokémons fangen und dann hast du keine Balls. Alles ist in den Händen von Team Rot und Blau. Pokémon, kannst du die Musik nicht wieder anmachen? In allem, was ich auch tue. Okay. Was haben wir? Alter, ich hab jetzt einen scheiß Anton, ich glaub's nicht. Ich hab einen scheiß Lag. Ja. Nummer 1, Curveballs werfen für Zusatz-Experience. Was ich nicht wusste am Anfang, man kann tatsächlich die Bälle, wenn man eben Pokémon fängt, mit so einem Drall werfen und bekommt zusätzlich Erfahrungspunkte für jedes gefangene Pokémon. Dafür müsst ihr eben einfach den Ball nicht direkt wegflicken, sondern gedrückt halten auf den Ball und dann könnt ihr den so ein bisschen drehen, so einen Drall geben und den in der Kurve werfen. Dafür gibt es Zusatzerfahrungspunkte. Außerdem wichtig beim Fangen von Pokémon, ihr habt euch vielleicht gefragt, manche brechen wieder aus dem Ball aus. Das passiert, wenn ihr ein höheres Level erreicht habt, tatsächlich öfter. Der Ring, den ihr da seht, der immer so größer und kleiner wird bei den Pokémon, die Farbe dieses Rings sagt tatsächlich was darüber aus, wie schwer das Pokémon zu fangen ist. Also grün ist es leicht zu fangen, gelb bedeutet, es ist etwas schwerer zu fangen und dann eben rot, orange bedeutet eben, es ist sehr schwer zu fangen. Dementsprechend braucht ihr eben mehrere Pokébälle, um das Vieh tatsächlich zu fangen. Allerdings gibt es auch noch eine wichtige Sache, die ihr beachten müsst. Ich habe euch ja schon gesagt, ihr könnt eben gedrückt halten und nicht den Ball direkt wegflicken. Dadurch habt ihr eben auch die Möglichkeit abzupassen, viel besser, wie die Größe dieses Rings ist. Es ist tatsächlich so, wenn der Ring am größten ist, also dieser innere Ring, der sich bewegt, der farbige Ring, wenn der quasi exakt auf dem äußeren Ring liegt, dann ist die Chance, das Pokémon zu fangen, am allerbesten. Das ist ein bisschen kontraintuitiv, denn man denkt ja eigentlich, okay, der wird kleiner, man wirft dann, wenn es am kleinsten ist, das ist aber tatsächlich nicht so. Da bekommt ihr eben auch Erfahrungsboni und zwar je nachdem, wie perfekt das Timing ist, wie perfekt der innere Ring eben auf dem großen äußeren Ring liegt. Und wenn das ideal ist, dann bekommt ihr tatsächlich 500 Erfahrungspunkte extra pro gefangenen Pokémon, was eine ganze Menge ist. Nummer 2. Pokémon fangen ist tatsächlich nicht der einzige Weg, um in Pokémon Go an neue Pokémon zu kommen. Tatsächlich viele seltene Pokémon bekommt ihr auch eben aus Eiern. Und da gibt es verschiedene Varianten, die bekommt ihr an den Pokéstops, die ihr sicherlich schon gesehen habt. Eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, da gibt es 2 Kilometer Eier, 5 Kilometer und 10 Kilometer Eier und ihr müsst eben diese Strecke tatsächlich ablaufen, um das Ei auszubrüten und dann eben ein Pokémon rauszubekommen. Wichtig ist hierbei, wenn ihr euch jetzt denkt, ah, da setze ich mich einfach in den Bus oder fahre mit meinem Auto durch die Stadt. Tja, das funktioniert leider nicht so, denn ich habe festgestellt, man kann das echt nur bei Schrittgeschwindigkeit machen. Also das Ding zählt tatsächlich, das schaut tatsächlich, wie ihr euch im GPS eben bewegt und eben dementsprechend geht es auch nur, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid. Fahrrad und Skateboard nehme ich mal an, geht auch. Aber wenn ihr im Bus sitzt oder mit dem Auto unterwegs seid, dann zählt es tatsächlich nicht. Außerdem ganz wichtig, darauf solltet ihr auch achten, wenn ihr ein Level-Up habt, kann es gut sein, dass ihr noch einen zweiten Inkubator bekommt und dann könnt ihr 2 Eier gleichzeitig ausbrüten, was natürlich Zeit spart. Ich habe hier auch nochmal so eine interessante Grafik aus einer Pokémon-Gruppe, in der ich unterwegs bin, wo Leute eben einmal zusammengefasst haben, was die so aus den verschiedenen Eiern bekommen haben und ihr seht, aus den 10 Kilometer Eiern bekommt man richtig coole Sachen. Ich beispielsweise habe einen Lapras mit einem sehr hohen Kampflevel bekommen. Das heißt, Eier ausbrüten lohnt sich tatsächlich in Pokémon Go. Nummer 3, Pokémon jagen. Auf der Karte kann natürlich immer etwas schwierig sein, aber hier sind so ein paar Tipps, die wir herausgefunden haben, wie ihr
irgendwie leichter an die Pokémon kommt, die ihr eben haben möchtet. Ihr seht eben immer, wenn ihr ein Pokémon noch nicht gesehen habt, die Silhouette nur davon, aber sind wir mal ehrlich, wir alle kennen die ersten 151 Pokémon natürlich auswendig und können das Lied auch noch mitsingen und so weiter. Das heißt, wir wissen natürlich, um was es sich da handelt. Ihr könnt tatsächlich in dieser Liste, die ihr unten sehen könnt, wo eben eure Pokémon angezeigt sind, die in der Nähe sind, ungefähr abschätzen, wie nah die sind. Da gibt es verschiedene Fußspuren, die euch angezeigt werden. Also 3 Fußspuren heißt, es ist relativ weit weg, 2 ist es näher, 1 ist es ganz nah. Und wenn keine Fußspuren mehr da sind, dann ist es in Spawn-Distanz. Dann müsst ihr vielleicht einen kurzen Moment warten und das Pokémon taut auf. Was ihr aber noch machen könnt, ist in dieser Liste tatsächlich ein Pokémon anzuklicken, was ihr besonders interessant findet. Und dann wird euch das eben permanent unten angezeigt. Außerdem haben wir festgestellt, dass unten dieses Symbol, was euch das Pokémon anzeigt, eben so eine Art Ping abgibt, so ein bisschen leuchtet tatsächlich, wenn ihr euch in die richtige Richtung bewegt, sodass ihr eben etwas leichter die Pokémon aufspüren könnt. Ein kleiner Zusatztipp an dieser Stelle tatsächlich, das ganze Game frisst extrem viel Akku, wie damals Ingress vom selben Entwickler ist auch ein ähnliches Prinzip gewesen und ich habe ein paar Kollegen, die eben Ingress gespielt haben, die haben mir dann Tipps gegeben, aber in Pokémon Go gibt es auch so eine Art Batteriesparmodus, da müsst ihr in die Einstellung gehen und den einfach anschalten und das ist erstmal nicht ganz erklärt, was der überhaupt macht, aber es ist tatsächlich so, wenn ihr euer Handy dann über Kopf haltet, wird einfach nichts mehr gerendert, also keine 3D-Grafik mehr, aber es vibriert immer noch, wenn ihr in der Nähe von einem Pokémon seid. Das heißt, wenn ihr euch auf der Jagd befindet, muss natürlich die App die ganze Zeit an sein, aber dann dreht ihr euer Handy einfach um in die Tasche und dann spart ihr auf jeden Fall eine Menge Akku. Tipp Nummer 4 ist für alle Spieler ab Level 5, dann könnt ihr euch nämlich ein Team auswählen und eben ja in Arenen tatsächlich kämpfen. Es gibt nicht nur Pokémon-Stops, sondern eben auch Arenen, die ihr einnehmen könnt. Da gibt es Team Blau, Team Rot und Team Gelb und eindeutig ist natürlich Team Gelb das beste Team. Go Team Gelb! Diese Kämpfe laufen so ab, wenn ihr eine Arena findet, die ein anderes Team eingenommen hat, könnt ihr eben mit euren Pokémon da angreifen. Hier in den Kämpfen zählen auch tatsächlich die Pokémon-Attribute, die Pokémon-Werte. Also das heißt, ein Wasser-Pokémon ist besonders stark gegen ein Feuer-Pokémon, wie ihr das aus den Originalspielen auch kennt. Dann geht ihr eben da rein mit euren Pokémon. Es gibt jetzt ein paar Tipps allgemein zum Kampf. Pokémon können Super-Attacken machen, also so eine Spezialattacke, wenn das gegnerische Pokémon macht, dann könnt ihr so links oder rechts wischen, um auszuweichen im richtigen Zeitpunkt, was euch eine Menge Health spart, wo ihr dann auch tatsächlich den Kampf mit komplett entscheiden könnt, wenn ihr das ein bisschen gemeistert habt. Auf der anderen Seite könnt ihr das gegnerische Pokémon angreifen, indem ihr einfach drauf tappt und wenn da diese blauen Balken voll sind, haltet ihr kurz gedrückt und macht eure eigene Super-Attacke sozusagen, um nochmal extra Schaden zu machen. Wenn ihr dann eine Arena besiegt habt, dann geht immer ein Pokémon raus sozusagen. Also wenn es eine Arena ist mit mehreren Pokémon drin, habt ihr sicherlich schon gesehen, dann müsst ihr die so oft besiegen, bis alle Pokémon weg sind komplett und dann ist die weiß und ihr könnt eure eigenen Pokémon reinsetzen. Dann ist die Arena offen für euer eigenes Team und euer eigenes Team kann da tatsächlich trainieren mit ihren eigenen Pokémon und wenn euer Team die Arena selber besiegt, steigt die im Prestige-Level immer weiter an, so dass ihr dann eben mehr Pokémon-Slots bekommt. Das ist eigentlich ganz easy, dann könnt ihr eben einfach mehr Pokémon reinsetzen und dementsprechend muss das gegnerische Team dann die Arena eben auch öfter besiegen, um die komplett zu clearen sozusagen. Eine ganz wichtige Sache, die euch das Spiel irgendwie überhaupt nicht verrät, ist, dass ihr durch das Halten von Arenen tatsächlich eine Menge Zeug bekommen könnt. Und zwar müsst ihr dafür in den Shop gehen. Jedes Mal, wenn ihr eine Arena haltet und wirklich euer Pokémon immer noch da drin ist, erscheint da eben oben bei so einem Schild eine weitere Zahl. Also das geht dann eben immer weiter hoch. Und alle paar Stunden könnt ihr darauf dann klicken und bekommt eine Belohnung. Für jedes Pokémon von euch, was zu diesem Zeitpunkt in der Arena ist, bekommt ihr einmal 500 Staub und 10 von den Shop-Münzen. Das bedeutet, dieser Pokémon-Shop, wo man eben mit echtem Geld Kram kaufen kann, da kriegt ihr auch Sachen raus, wenn ihr einfach die Arenen spielt und eben geschickt da eure Pokémon platziert. Mein Tipp wäre tatsächlich, ihr wartet, bis dieser Timer abgelaufen ist, lauft so viele Arenen, wie ihr bei euch in der Nähe habt, ab, setzt überall ein Pokémon rein, vielleicht am besten mit Freunden, dass ihr die schnell leer kriegt und so, und dann zieht ihr auf einmal all diese Rewards ab und habt dann auch eine Menge von diesem Staub, mit dem ihr eure Pokémon aufleveln könnt und eben auch diese Münzen, mit dem ihr Zeug in dem Shop kaufen können. Nummer 5 dreht sich tatsächlich jetzt auch um diesen Pokémon-Shop. Ich habe ja gesagt, man bekommt diese Währung ja jetzt tatsächlich dadurch, dass man eben die Arenen spielt und hält. Was gut ist, denn in diesem Pokémon-Shop kann man verschiedene wichtige Sachen kaufen. Euer erster Instinkt wird es wahrscheinlich sein, irgendwie Pokébälle zu kaufen, aber an den Pokémon-Stops bekommt ihr Pokébälle ja quasi hinterhergeworfen und alle 5 Minuten wird jeder Pokéstop eben zurückgesetzt, sodass ihr da nochmal hingehen könnt. Das heißt, Pokébälle und so ein Kram, Tränke, solche Verbrauchs-Items bekommt man relativ schnell, aber es gibt Items, die eben relativ selten sind, die euch viel bringen, die ich euch empfehlen würde, eher zu kaufen von diesen Münzen, die ihr eben von den Arenen bekommt. Nämlich zum einen den Rauch,
der, wenn ihr euch bewegt, eben Pokémon unlockt, die gar nicht angezeigt werden unten in dieser Liste von Pokémon, die in der Nähe sind. Das heißt, ihr habt nochmal eine Zusatzchance, Pokémon zu fangen. Und Lock-Module, die könnt ihr tatsächlich in die Pokémon-Stops oben, ist so eine kleine Aussparung, einsetzen. Und für eine halbe Stunde werden dann Pokémon zu diesen Stops angelockt, was aber nicht nur euch betrifft, sondern eben in diesem Fall auch andere Spieler. Der Rauch zählt nur für euch selber, diese Lock-Module für alle Spieler. Das heißt, wenn ihr mit euren Freunden unterwegs seid und euch irgendwo trefft, könnt ihr nacheinander, wenn ihr Lust habt, einfach diese Lock-Module einsetzen und jeder hat was davon. Und das letzte Item, was ich euch sehr ans Herz legen würde, wäre tatsächlich das Glücksei. Mit dem Glücksei bekommt ihr für eine halbe Stunde doppelt so viel Erfahrung. Leveln bringt in diesem Spiel ziemlich viel, denn die Anzahl der Pokémon, die ihr finden könnt, die Seltenheit der Pokémon, die ihr finden könnt, wird erhöht durch euer Level. Ihr bekommt auch neue Item-Freischaltungen ab Level 12, zum Beispiel Superbälle und so ein Kram. Und eben pro Level immer nochmal einen ganzen Haufen Items nachgeworfen, sodass es sich eben echt lohnt zu leveln. Am besten setzt ihr dieses Glücksei dann tatsächlich ein mit einem Rauch oder mit so einem Lockmodul zusammen. Und dann fangt ihr eben drauf los, ja, sammelt so viele Pokémon ein, wie ihr könnt, entwickelt so viele Pokémon, wie ihr könnt mit diesen Bonbons. Und ja, dafür gibt es eben auch Erfahrungspunkte und dann habt ihr eben recht schnell auch so ein Level gemacht. Übrigens an dieser Stelle nochmal ein Tipp zum Entwickeln von Pokémon. Ihr braucht ja Bonbons, um die Pokémon zu entwickeln. Das heißt, ihr müsst eben sehr viele von derselben Art, von derselben Gattung fangen, um die zu entwickeln. Ihr bekommt jedes Mal, wenn ihr eins fangt, 3 Bonbons. Aber wenn ihr sehr viele Duplikate habt, könnt ihr tatsächlich eure schlechten Pokémon auch irgendwie einfach wegschicken zum Professor und pro Duplikat bekommt ihr auch ein solches Bonbon tatsächlich geschenkt. Da müsst ihr ganz runter scrollen, wenn ihr auf das Pokémon draufgeklickt habt und könnt es dann eben wegschicken. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Tipp, um dann möglichst schnell auch die Viecher entwickeln zu können. Ja, und das waren, glaube ich, so die wichtigsten Einsteiger-Tipps, meiner Meinung nach, die man eben am besten weiß, die ich jetzt nicht gewusst habe, um eben da richtig loszulegen und halt auch was von seiner Zeit zu haben, wie man eben durch die Stadt läuft. Nintendo hat es echt geschafft. Hier bei uns ist wirklich der absolute Pokémon-Wahnsinn ausgebrochen. Ich habe so viele neue Leute getroffen, die einfach durch die Stadt gerannt sind, um Pokémon zu fangen und direkt schon hier Feindschaften und Freundschaften mit verschiedenen Teams geschlossen. Team Gelb ist übrigens immer noch das Beste. Einen kleinen Tipp so zum Abschluss habe ich auch noch für euch. Wenn ihr jetzt gerade das Spiel anfangt, dann könnt ihr was machen, was viele Leute übersehen haben, denn man kann tatsächlich Pikachu bekommen als Starter-Pokémon. Am Anfang, wenn man das Spiel startet, sucht man sich erst seinen Trainernamen und so weiter aus. Dann kriegt man eben 3 Pokémon angezeigt, Bisasam, Shiggy, ne, Glumanda, wie es eben in den Originalspielen auch war, aber wenn ihr euch dann von diesem Ort wegbewegt, so ein paar hundert Meter, irgendwann taucht tatsächlich dann auch ein Pikachu auf, was ihr als erstes Pokémon fangen könnt. Bisher habe ich noch kein weiteres Pikachu gefunden, also das nochmal so als Tipp am Rande für diejenigen von euch, die gerade loslegen. Ich hoffe, da war was Nützliches für euch dabei, irgendwas, was euch geholfen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Das hilft dabei, dass meine Videos von mehr Leuten gesehen werden und zeigt mir eben auch, dass ihr mehr Videos dieser Art sehen wollt. Vielleicht mache ich dann nochmal irgendwas zu Pokémon Go. Also wir werden sicherlich noch öfter auf Safari gehen. Wir haben tatsächlich uns solche Powerbanks gekauft. Die Ingress-Spieler unter euch kennen das ja wahrscheinlich. So extra Akkus fürs Handy. Völlig bescheuert sind wir. Sind total bescheuert. Und wir sind jetzt mittlerweile irgendwie 6 Leute, die jetzt richtig hart Lust drauf haben, eben Pokémon zu fangen. Und der Rest dieser Stadt ist offensichtlich auch dabei. Also ich hoffe, es ist bei euch ähnlich lustig wie bei uns. Das macht mir wirklich eine Menge Spaß. Ansonsten für diejenigen von euch, die schon länger auf meinem Kanal dabei sind, ich habe jetzt eine Weile kein Video mehr gemacht. Ich werde dazu auch nochmal ein Vlog machen, was dann da jetzt genau los war. Aber ich habe jetzt so viel Lust auf Pokémon Go gehabt, dass ich mir gedacht habe, da kannst du mal wieder so ein Tipps-Video zu machen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und euch was gebracht. Ansonsten war das mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut.